Christi, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Tech Haber Talks. Heute mit Philipp Baldauf. Philipp Baldauf von Ahoy Captain, aber wir kennen uns ja schon von MyAlfred, Butler Roy und jetzt Ahoy Captain. Vielleicht kommen wir ein bisschen später dann zu den zwei anderen Sachen dazu. Ahoy Captain ist in Corona entstanden und hat jetzt 10 Leute. Was macht ihr? Ja, zuerst einmal vielen Dank für die Einladung, Georg. Wir von Ahoy Captain, wir machen Apps, wir fertigen Apps für Kunden an, innovative Apps, und unser Ziel ist es, unsere Startup-DNA, du hast es ja schon kurz erwähnt, in die ganzen Produkte mit einfließen zu lassen. Das heißt, wir versuchen mitzudenken, wir versuchen auch den Kunden ein bisschen zu challengen, das heißt herauszufinden, wo ist wirklich ein innovativer Mehrwert, ihn da zu beraten und dann ja natürlich ein hochqualitatives App zu bauen, das den Kundenwünschen entspricht. Das heißt, also es klingt zwar jetzt total hochgestochen, aber im Endeffekt ist es Auftragsentwickler für Apps. Genau. Okay, aber mit der Startup-DNA. Wir haben ja ein bisschen gesprochen schon im Vorfeld. Corona war deswegen ganz spannend, weil sehr viel über Online- und Videokonferenzen gelaufen ist. Das heißt, von euren Projekten, wie schaut da das aus? So, wie oft sieht man den Kunden? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich glaube, wir haben noch kein Projekt abgewickelt in Ahoy Captain, wo wir wirklich den Auftraggeber dann persönlich auch kennengelernt haben oder höchstens ein, zwei. Also es ist wirklich gang und gäbe, dass man ganze Projekte online abwickelt, per Zoom und anderen Videotools. Jetzt könnt ihr sagen, im Augenblick ist recht leicht. Die großen Firmen suchen alle ITler. Ihr seid da und sagt, juhu, wir haben freie Ressourcen. Das heißt, das ist ja eigentlich im Augenblick ein total cooles Geschäft, oder? Ja, ich meine, man muss natürlich schauen, der Markt fordert, also sucht sehr stark nach IT-Kräften. Und wenn man da einen wirklichen Mehrwert bieten kann, wenn man schon ja, unseren Track Record zeigen kann, wir sind ja jetzt in der App-Entwicklung wirklich schon seit etlichen Jahren tätig. Wir haben ja bei Apple unter anderem schon sehr, sehr viele unserer Apps waren gefeatured, weltweit teilweise und auch vor allem in den USA. Also wir können da wirklich schon einen Track Record vorweisen und das erlaubt halt uns, dass wir den Kunden diese Leistung anbieten können. Und ja, wie du richtig sagst, der Markt braucht diese Leistungen gerade sehr stark. Jetzt suchen alle ITler. Ihr seid in den letzten Monaten auf 10 Leute gewachsen, von 4, die ihr als Gründer seid. Wo habt ihr die ITler her? Oder darf man das nicht verraten, weil dann sonst keine großen Zwischennappen und ihr dann keine mehr habt, oder? Ja, wir haben ein sehr gutes Netzwerk. Also wir sind ja unsere, wie du ja weißt, sind wir 4 Gründer, die auch selbst ein technisches Studium absolviert haben an der FH in Hagenberg. Dadurch haben wir einen sehr technischen Background. Das heißt, wir sind selber auch Programmierer. Einer unserer weiteren USPs, weil wir nämlich auch tatsächlich verstehen, was wir den Kunden sozusagen anbieten. Und das ist schon ganz gut. Das ist wirklich sehr gut, aber es ist auch ein USP. Wir können dann durch unser Netzwerk auch sehr stark junge Talente für unsere Firma begeistern. Und es ist natürlich auch kein Geheimnis, dass man international auch sucht und wächst. Und von euren 10, wie viel sind international? Von unseren 10 sind 2 Personen ganz international, also die sind nicht in Österreich und 2 sind auch noch hier in Österreich, aber auch grundsätzlich international, genau. Okay. Ein Thema war ja auch, wir haben gesprochen, dass ihr große Firmen auch habt, wie SAP und so weiter, die ja auf euer Know-how setzen, aber das Spannende ist ja, ihr habt auch Startups als Kunden. Ja, richtig. Also unser Kundenfeld ist breit gemischt. Du hast das schon angesprochen, SAP, die Rotax hier in Oberösterreich und ja, auch Startups. Möchtest du für eine Startup-Werbung machen, vielleicht sagen, die sind powered bei Ahoy Captain oder wollen wir das nicht? Das überlasse ich den Startups selbst, da dann Werbung zu machen. Aber es ist einfach, wie gesagt, diese Startup-DNA, wir haben sehr, sehr viel gelernt in dieser Zeit von Butler Roy und wir können das mit reinbringen in das Produkt und das spürt der Kunde bei uns auch. Das ist, wie ich es vorher schon angesprochen, wir denken wirklich mit. Wir können aus einem Pool an Hunderten von Tausenden von Apps, die wir im Kopf haben, schöpfen und Best Practices empfehlen. Wir können sagen, das hat gut funktioniert in der Vergangenheit. Das hat zum Beispiel eine andere Firma schon einmal irgendwie ähnlich und gut gelöst. Oder auch auf Negativbeispiele hinweisen. Und das schätzen die Kunden sehr. Okay. Du hast das selbst das Butler Roy wieder angesprochen und ich nehme an, dass Butler Roy nicht so explodiert ist mit Börsengang und so weiter, wie es vielleicht gewünscht war. Jetzt meine Frage, und das wäre vielleicht auch für die Leute zusehen interessant, was hast du gelernt aus diesem Start-up
also Startup-Projekten, es waren ja mehrere bisher, wo du sagst, das sind Sachen, die würde ich heuer, die würde ich mit dem neuen Startup besser machen. Kannst du vielleicht ein bisschen was aus der Nähkiste, blauer Nähkasten? Kann ich gern, ja. Also wie gesagt, diese Startup-DNA, die schwingt bei uns mit, du hast das angesprochen. Einer der größten Learnings war einfach, dass man früher und schneller Validierung sich tatsächlich am Markt holt. Das heißt, also schneller raus mit dem Produkt. Genau, schneller raus mit dem Produkt, du sagst es. Wir sind Techniker, die Gründer und Techniker tendieren manchmal dazu, dass sie daheim im Kämmerchen gerne lange sehr, sehr schönen und sauberen Programmiercode schreiben. Aber am Ende des Tages vergisst man oft ein bisschen auf den Kunden und das ist sicher eines der allergrößten Learnings. Ich glaube, dass da psychologische Angst vor dem Kunden gibt, weil das fällt. Was ich feststelle, was die Techniker, da fühlen sie sich nicht so wohl und darum zögern sie das lang raus. Ich glaub, das war gar nicht so unser Problem. Also wir fühlen uns sehr wohl beim Kunden, aber man will dann dieses Feature noch und man denkt sich, das muss unbedingt noch rein in die App und ohne das nächste Feature und man steigert sich da immer so und man vergisst dann am Ende des Tages, dass man eigentlich einmal validieren sollte am Markt. Es war ein sehr großes Learning und es ist auch was wir unseren Kunden jetzt bei Ahoy Captain mitgeben und sagen, bringen wir vielleicht einmal eine Version raus, die so ein MVP, also wirklich ein MVP empfehlen wir vielleicht ab und zu, wo man sagt, bringen wir das schnell am Markt, validieren das Produkt, bevor man sich dann eventuell in ein Projekt reinstürzt, das okay. Nicht den gewünschten. Das heißt, ein Kunde bei euch kriegt nicht nur das App, sondern kriegt auch gleich eine Unternehmensberatung, wie man am besten das angeht, dass man das rausbringt. Hörst? Genau, tatsächlich. Also man kann sich bei uns auf der Website ahoycaptain.com für eine kostenlose Erstberatung, für ein Erkundungspaket, wie wir das in unserem maritimen Thema nennen. Neue Werft passt sehr gut dazu. Der Standard spielt der Marke in die Karten. Kann man sich für so ein kostenloses Erkundungspaket anmelden. Man bekommt dann eine Stunde Zeit mit einem von uns Gründern, wo wir rein einmal nur beraten und sagen, wir würden das so angehen, wir würden das so angehen. Und das ist halt einer unserer Dienste. Spitzensache, voll cool. Also nicht nur die Software, sondern auch die Sache. Wenn wir jetzt, wir sind glaube ich vor 3 Jahren da gesessen mit Butler Roy, heute sitzen wir mit Ahoy Captain. Es gibt ja beide Schienen, ja. Wenn wir jetzt in 3 Jahren wieder nach vorne schauen, erzählst du uns dann über Ahoy Captain oder über Butler Roy? Was ist dann? Über beides. Okay. weil unser Ziel ist es, also Fokus ist jetzt ganz klar auf der Agentur, auf dem Ahoy Captain Geschäft. Aber das Ziel ist, dieses Agenturgeschäft voranzutreiben und dann eigene Ventures wieder zu verfolgen. Aber dann vom eigenen Balance Sheet quasi und mit eigener Finanzierung. Mit eigener Finanzierung. Coole Sache. Gratulation. Also ich muss sagen, ich finde immer spannend, was in Corona alles zum Positiven passiert. Man hört viel, was nicht so gut läuft, aber bei euch ist es super gelaufen. Gratuliere euch zur Neuaufstellung oder zum neuen Produkt, zum neuen Unternehmen. Herzlichen Dank. Freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ja. Wir treffen uns ja öfter. Bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören und Zusehen und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei der nächsten Folge von Tech Haber Talk.